Herzschlag des VDE. Es ist nicht nur getrieben von der fachlichen Expertise und internationalen Aufstellung, sondern gerade in Deutschland auch durch die Regionen. Der Bayerische Abend ist die zentrale Festveranstaltung, die Auftaktveranstaltung für die Modellregion Bayern des VDE. Der VDE Nordbayern und der VDE Südbayern wollen ihre Kräfte bündeln, gemeinsam besser werden, gemeinsam stärker werden. Und da ist heute der Bayerische Abend die Festveranstaltung für die Region hier im Bayerischen Hof in München. Prominente Gäste aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik treffen sich zum Networken oder einfach um einen geselligen Abend beim VDE zu erleben. Besonders freuen wir uns, dass wir heute Abend die Staatsministerin für Digitalisierung im Bundeskanzleramt, Dorothee Bär, hier bei uns begrüßen dürfen und gemeinsam mit ihr in einer Podiumsdiskussion zusammen mit unserem CEO Ansgar Hinz über die aktuellen und spannenden Fragen der Digitalisierung in Deutschland diskutieren werden. Ja, wie digital denkt Deutschland? Ich würde sagen, wenn Deutschland so digital denken würde wie heute Abend alle, die hier im Raum sind, dann wäre es eine Eins mit Stern. Ansonsten würde ich mir wünschen, dass auch von diesem Abend, von den Preisträgerinnen und Preisträgern raus, viele, viele Botschafter auch nach Deutschland rausströmen, zeigen, was sie können. Höhepunkt der heutigen Veranstaltung ist sicherlich die Verleihung der VDE Awards 2019, wo wir herausragende wissenschaftliche Arbeiten prämieren wollen und den Preisträgern da eine entsprechende festliche Bühne gestalten wollen, um mit ihnen gemeinsam den heutigen Abend zu gestalten und zu feiern. Also ich bin sehr froh, dass ich den VDE Award bekommen habe, das VDE Bayern Award, dass ich gewählt worden bin. Das ist echt eine große Ehre für mich, den Preis zu erhalten und an diesem wunderbaren Abend teilnehmen zu können. Ja, ich finde es einfach super. Das ganze Event heute, es war einfach klasse und ein toller Abend, super gelungen. Und ja, es bedeutet mir sehr viel, dass ich heute hier bin. Vielen, vielen Dank für alles. Ich bin wirklich begeistert von den Projekten, die heute ausgezeichnet werden. Und wenn jeder es nur schafft, 1 bis 2 bis 3 bis 4 davon zu überzeugen, dass es in uns steckt, dass wir wirklich von der Industrienation zur Digitalnation werden können, dann ist mit dem heutigen Abend schon sehr viel erreicht.